Überraschenderweise verteuert die Bahn im Dezember die Fahrpreise um 2,8%. Und das, obwohl die Gewinne dank steigender Fahrgastzahlen sprudeln. Wir werden die Preise im Vergleich zu den gestiegenen Lebenshaltungskosten nicht überproportional erhöhen. Soll man das jetzt nett finden? Naja, bei der Bahn kann man halt rechnen. Gell? Und die haben einfach nachgerechnet und festgestellt, wenn die ihre Preise erhöhen, dann verdienen sie mehr. Ja, so einfach ist das. Aber gut, also mancher würde ja sagen, sollen sie ihre Preise erhöhen, wenn sie müssen. Aber können sie nicht auch besser für ihre Kundschaft sorgen? Gerade im boomenden Regionalverkehr. Aber die Antwort lautet freilich, nein. Heute erklären wir euch, warum in Bayern manche Züge so voll sind. Gleich kommt der Regionalexpress von München nach Nürnberg. Da ist er. Jetzt haben es alle gleich furchtbar eilig. Dass wir überhaupt einen Sitzplatz kriegen, sonst stehen wir bis Nürnberg. Das brauche ich nicht unbedingt. So viele Leute wollen damit fahren. Ein Gedrängel. Der Zug fährt halt nicht so oft. Nur alle 2 Stunden. Die sind knallvoll, kann man gar nicht anders sagen. Sowohl hinzu wie herzu. Das ist ja immer der gleiche Zug, der pendelt. Ich schaue, dass ich immer ziemlich am Anfang einsteigen kann, damit ich wenigstens einen Sitzplatz bekomme. Ne? Ich meine, man könnte diesen schnellen Zug wirklich alle Stunden fahren lassen, denn er würde sich bestimmt rentieren. Stimmt eigentlich. Wenn so viele mitfahren wollen, warum fahren dann nicht einfach mehr Züge? Schauen wir mal zur Bayerischen Eisenbahngesellschaft. Der Mann hier ist der, der in Bayern die Nahverkehrszüge bestellt. Weil die rentieren sich nicht einfach nur mit dem Geld aus den Fahrkarten, da muss auch noch der Staat Geld dazu geben. Er findet es auch doof, dass zwischen Nürnberg und München so wenig Züge fahren. Wir würden doch gerne anstelle des 2-Stunden-Takts einen stündlichen Zug bestellen. Allerdings hindern uns dabei die Trassenpreisgebühren, die DB Netz von uns verlangt für jeden Zugkilometer. Ah, Trassenpreisgebühren. Das ist ein super Trick für die Deutsche Bahn. Die Züge, die gehören ihr ja jetzt nicht mehr alle. Da gibt's den Alex und die Oberlandbahn. Und die haben der Bahn jetzt viele Strecken weggeschnappt. Aber die Gleise, die durfte die Bahn behalten. Und zwar alle. Und jetzt verlangt sie jedes Mal Geld, wenn da einer drüber fährt. Und zwar jedes Jahr mehr. Seit Neuestem macht sie da einen schönen Gewinn damit. Die Preise bei der DB sind gestiegen in den letzten 10 Jahren um 55%. Und wir zahlen heute eben 200 Millionen Euro mehr als wie vor 10 Jahren für die Nutzung dieser Gleise. Das ist Frau Kroft. Die muss sich auch immer in den Zug quetschen, weil die Gleise so teuer sind. Neulich ist ihr Zug in Ingolstadt sogar stehen geblieben, weil zu viele Leute drin waren. Das wurde uns gedroht mit Räumung des Zuges. Das wurde dann auch gesagt, so überfüllt wie wir sind, können wir nicht weiterfahren. Wenn ihr nicht vernünftig seid, wir fahren zurück nach Nürnberg, so wie wir sind. Wir sind nicht die Bösen, sagt die Deutsche Bahn. Hier aus diesem Computerraum kontrolliert sie ihr Schienennetz in Bayern. Alles wird teurer, sagen sie hier. Stahl zum Beispiel, sogar noch schneller als unsere Schienen. Oh. Aber die Kasse klingelt trotzdem. Ich bin sehr froh darüber, dass die DB Netz AG Gewinn macht. Der Gewinn wird an die DB AG gegeben und die DB AG gibt ihn weiter an den Bund als Dividende. Und aus dieser Dividende erhält die Netz AG wieder in diesem Jahr 270 Millionen Euro zurück für die Investitionen in Infrastruktur. Darüber bin ich eigentlich nur froh. Jedenfalls freut er sich über das viele Geld von den Schienen. Und auch sein Chef sieht richtig glücklich aus. Der braucht ja auch immer mal richtig Kohle. Zum Beispiel zum Busse kaufen in England. 2,7 Milliarden. Oder so Projekte auf der ganzen Welt. Und deswegen will die Bahn ihre goldenen Gleise behalten. Klar. Der Mann hier ist von der Europäischen Kommission. Und die finden das gemein, dass die größte Bahnfirma in Deutschland auch noch alle Schienen haben will. Wir sehen kritisch, dass die Verwaltung des Schienennetzes und der Eisenbahnbetrieb in einer Holding zusammengefasst ist, was natürlich Chancen bietet für den bestehenden Anbieter, hier die Verwaltung des Netzes
zu beeinflussen und damit neue, andere Anbieter auch de facto auszuschließen. Der da ist der deutsche Verkehrsminister. Der will künftig mehr auf die Schienenpreise gucken, damit die Leute nicht mehr so viel meckern. Aber behalten darf die Bahn AG ihre Gleise schon. Schließlich zahlt sie ja so eine schöne Dividende an den Staat. Immer mehr wollen Zug fahren. Aber weil so viele an den Gleisen mitverdienen wollen, gibt's eben nicht mehr Züge. Und dann ist Zugfahren einfach nur blöd.